Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition 2024 mit ein paar kleinen Schönheitsmods, sagen wir es mal so. Genau. So, wir sollen dorthin. Abtrünnigen sind in die Hügel geflohen. Okay. Habt ihr etwas von euren Geschäftspartnern in Kirkwall gehört, Varric? Das fragt ihr mich? Dann lest ihr meine Briefe also nicht? Ihr seid nicht mehr mein Gefangener, so sehr euch die Rolle auch behagt. Aber über den Weg traut ihr mir immer noch nicht. Ich hege durchaus Sympathie für euch, vor allem angesichts der jüngsten Ereignisse. Keine Sorge, Sucherin. Ich würde euch nie unterstellen, dass ihr mich mögt. Ach, und übrigens, ich pflege meine Geschäftspartner als Freunde zu bezeichnen. Mag sein, dass euch das jetzt seltsam vorkommt. Ah ja, die zwei, die mögen sich ja. So. Ja. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Zwei Punkte setzen. Und dann laufen wir zurück dahin und dann haben wir hier, ich weiß nicht, was das ist, werden wir dann sehen, Lager bei den Höfen. Und von dort würde ich dann gern nach Haven zurück. Also wenn wir hier rüber sind, können wir hier das Lager dann auch nehmen. Deswegen machen wir so eine kleine Runde. Ich sehe gerade, meine Herrschaften haben auch noch Stufenaufstieg. Ja, aber nicht du, sondern Varric. Varric, mein Guter. Was soll mit dir denn Gutes tun? Schwerende Wunden? Dein Gift macht deine Klingen und Pfeile wirkungsvoller. Solange vergiftete Waffen aktiv ist, verursachst du mit deinen Waffen höheren Schaden. Saugendes Gift. Greifst du Gegner an, während vergiftete Waffen aktiv ist, gewinnst du Gesundheit hinzu. Ja, Varric, das ist doch was für dich. All deine Rüstungs-, Trennungs- und Gifteffekte halten länger an, da du mächtigere Toxine herstellst und üblere Wunden schlägst. Zusätzlich Dauer 25. Geschicklichkeit bei Freischaltung plus 3. Achso. Okay. Konntest das noch nicht. Okay. So, dann haben wir mich nicht. Wer haben wir? Cassandra. Was machen wir denn bei dir? Der Bär zerfleischt. Machen wir es so. Ende im Gelände. Solas. Du bist mein Eismagier, ne? Schritt ins Nichts. Du lässt dich von Wellen unsichtbarer Magie ein kurzes Stück nach vorne tragen, wo du als verschwommenes Bild wieder auftauchst. Ich hätte lieber ein bisschen mehr. Deine Barriere setzt eine Explosion wilder Magie frei. Ja, mach das. Okay. Hätten wir es auch? Inventar? Ja, ich habe ein paar neue Rüstungen gefunden. Aber die sind, glaube ich, alle Müll. Wir sind leider überladen. Wie ihr seht. Ich muss etwas zerstören. Weil ich will jetzt noch nicht zurück. Also was mir so ein bisschen fehlt, ich hoffe, das haben sie bei Dragon Age 4. Dass wir unsere Begleiter voll machen können.
denn so schön? Ach so, Dorf Redcliff. Okay. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Gibt nichts. Was passiert? Okay, die Elfenwurzel auch noch. Ach, die sind immer noch am Kämpfen. Alle brauchen Hilfe. Und? So wenigstens was zum Rücken da gelassen. Schweinebacken. Ich nehme mal die 12 Wurzeln mit. Dann sehen wir zu, dass wir an unseren Routine kommen. Wohin wollten wir? War eigentlich hier schon drin, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, waren wir schon. Ich habe unser Zeichen gesehen. Ich will da hoch. Komm ich da hoch? Ich muss da hoch. Ich muss einfach da hoch. So. Öffnen wir uns. Zack. Können wir da irgendwo... Questmarker hier. Gehen wir da mal hin. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Auch wichtig. Hexenwald. Gut. Lesen. Festung der abtrünnigen Magier. Habt ihr genug davon, euch von der Angst dieser dummen Narren fesseln zu lassen? Dann kommt in den Hexenwald, folgt den Zeichen. Wir können frei unsere Kunst betreiben und am Ende zu den neuen Göttern werden. So wie es vorgesehen ist. Ein Brief ohne Unterschrift, in großen und offensichtlich aufgeregten, geschriebenen Lettern. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt. Ich komme schon wieder vom Weg ab. Drin im Hexenwald. Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen.
Bin ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Das ist auch ein riesiger... Okay, wie gesagt, hier. Aber hier geht's ja nicht durch. In den Hexenwald. Es ist ein Fehler. Okay. Ist noch irgendwas? Oh. Die Türe da, Strahlachs sage Avar Mutter. Also ich werde das nicht vorlesen. Könnt ihr gerne auf Pause drücken oder so. Oh. Ja. Schön. Tyra Strahlachs Saga Avar Mutter, 6. Strophe. Hier sein sollen. Gucken wir einfach mal ein bisschen. Spinnenkraut mit. Jetzt heißt es suchen. Das mit, sehr schön. Plündern. Ins Stein. Musste Abenteuer haben und bauen wir uns damit. Lieber das noch mit, dann geht's weiter. Ja, sieht's doch Hexenwald aus. Ich spüre vor uns magische Energien. Die Magier können nicht weit sein. Thank you.
Da bist du. Gefunden. Schweinebacken hier. Und das. Seelenegelstab und Salbe. Solus, your turn. So, danke. Du bist doof. Danke. Inventar. Wir haben einen neuen Stab gefunden. Einen neuen Stab. Wo haben wir den? Ich würde gerne schauen. So, du hast den, des Eises. Schadenfeuer. Elektrizität. Nein, das bringt nichts, wenn ich ihm das gebe. Da er ja unser. Stirb! Nun, da die Abtrünnigen tot sind, müssten es die Flüchtlinge auf dem Königsweg etwas leichter haben. Oh, geschafft. Ja, schön. Redcliffe hat in der Vergangenheit schon mehr als genug durchlitten, dass es jetzt auch noch in den Aufstand hineingezogen wurde. Ich hätte einen guten Stab gefunden. Rüstung, ich mache jetzt mal ein paar Rüstungen hier kaputt. Vorreiter Harnisch. Krieger, Stufe 7. Zerstören, ja. Die will auch kein Mensch haben. Die auch nicht. Aber auch nicht. Aber auch nicht. Aber auch nicht. Nur Varric. So, habe ich wieder ein bisschen Platz. So, dann gucken wir nochmal. Waffen. So, das. So. Können wir den zerstören? Hat jetzt den. Gut. Cassandra. Nein, ich nicht. Aber. Wie? Man kann das kaputt schießen? Cassandra. Trink etwas. So. Jetzt hier noch ein bisschen um.
bringt der kritische Trefferchance. Was ist was? Merrick. Cassandra. So. Entschuldigung. Nix, okay, dann nehmen wir alle mit. Hier ist ja noch mehr. Drachenjungenschuppen und Knockout. Verrellischer Scharmützel. Da war so ein komischer Ton. Gut, haben wir erledigt. Erledigt. Dann... könnten wir mal gucken. Also mir wäre es jetzt wirklich lieb, wenn wir das machen. Ja, wir brauchen jetzt ein Lager. Ich habe auch so gut wie keine Tränke mehr. Von dem her wäre es gut. Sollte noch mal speichern. So. Okay, die nehme ich noch mit. Weil in manchen Ecken sind die Gegner halt wirklich noch sehr stark. Und da ich mich nicht mehr dran erinnere, wo, wie und wann Gegner auftauchen. Habe ich die Wandlager. Aber ich glaube, jetzt ist es sogar ein bisschen Ruhe. Weil wir haben Magierlager weggeräumt. Das ist gut. Und haben wir eigentlich von den Templern das Lager auch schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich esse erst Part 7 oder 8, aber ich habe ein Gedächtnis. Das ist aber auch wahrscheinlich wegen Kopfschmerzen und meine Erkältung. Ja, es ist Ruhe eingekehrt. Tatsache. Unter dem Schutz der Inquisition. Hört ihr? Es ist Ruhe. Ach so. Wo ist das Fenickel? Auf nimmer Wiedersehen! Aber doch nicht so. Wo ist denn jetzt? Kommen wir jetzt im Haus rein? Das ist ein anderes Haus. Und
sich gelohnt? Ja, hier ist was zum Lesen. Zwergische Runenherstellung. Okay, das lese ich auch nicht vor. Das ist ja... Puh. Ja. Wie gesagt, wer Interesse dran hat. Das, was für die Quest wichtig ist oder was halt ein bisschen so mit Story zu tun hat, okay, aber das... Nö. Mosaikteile. Ach, die gibt's ja auch noch. Stimmt. Mich hier raus? Nein. Warum habe ich Schloss geknackt? Ich weiß es nicht. So. Das ist immer eine Wurzel. Elfenwurzel braucht man halt. Ich hoffe, dass es im nächsten Teil nicht so schlimm ist. Was ich schon wieder so ein bisschen gelesen habe, dass sich so Leute ein bisschen aufregen. Wie nur zwei Begleiter? Oder... Ach, hab ich gelöst. Zu bunt. Hoffentlich hat es eine gute Story. BioWare schafft das nicht mehr. Also, ich sag nur, packt euch an eure eigene Nase. Nein, dann sind das so große Namen, die da ein bisschen Kack schreiben. Hier ist so ein Ding, deswegen gehe ich mal erst ein. Was hat das mit diesem Schädel auf sich? Seht nur, das dort unten ist der Königsweg. Ja. Der Schädel erleuchtet bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß aufleuchten lässt. Mhm. Nein, aber... Man hat noch nicht viel gesehen. Man hat 20-minütiges Gameplay gesehen. Und dann war man sich am Aufregen, weil die Armbrust kaputt war von Varric. Hallo? Geht's noch? Einer blöden Armbrust macht ihr Blabla. Ich hab das markiert, das ist irgendwie eine Quest oder so. Nee. Ah ja, unter dem Wasserfall irgendwo. Uff. Irgendwann irgendwo werden wir schon finden. Der ist mir nicht da. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Genau. Hol dich, der Erbauer! Lang noch Hunger, genau da. Das ist ja auch noch so eine Sache. Was haben wir zu erledigen? Gut. Haben wir. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Sehr schön. Dann können wir mal unsere Tränke auffüllen wieder. Okay. Und dann schauen wir mal. Puh, was wären dann die Dinger? Brückenkopf. Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen.
Ich bin dafür, wir gehen jetzt langsam los, zurück. Um hier das Schutz für die Felder zu bekommen, fertig zu kriegen. Weil dann kommen wir zurück nach Haven. Und das dann weiterläuft. Genauso machen wir das. So, da haben wir die erste. Aber ihr Lieben, seid mir nicht böse. Ich muss den Park gehen. Das also habt ihr mit Hilfe des Schädels gefunden? Hervorragend. Mhm. Und nicht im geringsten beunruhigend. Nö. Muss den Part beenden. Ja, sonst wird es zu lang wird. Von dem her. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.